Ich glaube, nur die wenigsten Menschen können sich vorstellen, wie viel Heilungspotenzial in diesem Pilz hier steckt, der so gut wie überall wächst, also im eigenen Garten, auf Feldern, in Wäldern und dessen Konsum rein theoretisch verboten ist. Stimmen Selbstzweifel und Ängste dein Leben? Möchtest du loslassen, Frieden mit der Vergangenheit schließen und in der Gegenwart ankommen? Bist du bereit, dir und anderen zu vergeben, dich zu finden und dein Licht mit der Welt zu teilen? Dann warte nicht länger und melde dich jetzt an www.journeytoyoursoulretreat.com. Wir freuen uns auf deine Transformation. Willkommen zum neuen Video. Ich rede heute mal wieder über eine meiner psychedelischen Erfahrungen, die ich machen durfte, für die ich sehr, sehr dankbar bin und die wahnsinnig viel Veränderung in meinem Leben gebracht hat, wenn nicht sogar die meiste Veränderung. Ich finde es immer recht schwer, genau zu beschreiben, was mir welche Veränderung gebracht hat und was mir die meiste Heilung gebracht hat, weil ich glaube, dass es irgendwie so ein Zusammenspiel war und ich sowieso nicht mehr sagen kann. Ja, das hat jetzt das bewirkt und das hat jetzt die Veränderung gebracht. Für alle die mich schon kennen und die mir hier auf YouTube, die mich abonniert haben und schon ein paar vielleicht meiner Videos gesehen haben, ihr wisst, ich habe im vergangenen Jahr 2021, während meiner Zeit im Ashram, wo ich meine zweite Yoga-Lehrerausbildung absolviert habe, an einigen Zeremonien teilgenommen, darunter Kambo, wo wir uns mit dem Froschgift ausgereinigt haben, auf rein physischer Ebene, auf rein körperlicher Ebene. Wir haben Ayahuasca getrunken, wir haben Bufo Alvarius geraucht und es waren krasse Erfahrungen und ich muss sagen, diese Zeit dort in Mexiko und der Konsum dieser psychedelischen Substanzen und der Trip, den man dann danach hat, hat mir so viele neue Welten eröffnet und ich habe gedacht, wow, boah, ich muss irgendwie sowas auch noch in Europa machen können. Und dann gedacht, ich kaufe mir so eine Kröte und also bin dann auf alle möglichen Spinnereien gekommen. Und ich hatte vorher noch nie was von Magic Mushrooms gehört, also von magischen Pilzen, die Pilze, die im eigenen Garten wachsen und die man im Grunde genommen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht konsumieren darf, weil es illegal ist, in den Niederlanden aber zum Beispiel schon. Und die wahnsinnig viel Heilungspotenzial haben. Und was für mich persönlich bisher, kann ich wirklich sagen, meine liebste Medizin von allen ist, weil sie so ein bisschen anders sind, finde ich. Also ich muss schon sagen, dass ich auch wahnsinnig dankbar bin für Ayahuasca und für Bufo. Es ist ja auch alles, was ich an psychedelischen Substanzen oder psychedelischen Erfahrungen bisher gemacht habe. Wenn ich jetzt eine Skala machen müsste, was hat mir am meisten gefallen, was würde ich weiterempfehlen, dann würden tatsächlich die Pilze an erster Stelle kommen. Einfach aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich glaube, also bitte recherchiert das nochmal selber, von dem, wie ich mich informiert habe und von dem Gefühl, was ich selber nach dem Konsum habe, ist, dass sie das geringste Risiko von einer nachfolgenden Psychose bergen einfach, weil sie sehr, sehr sanft sein können. Das kommt natürlich auch total auf die Dosierung an. Bei Ayahuasca ist es, glaube ich, auch viel schwieriger vielleicht zu dosieren. Ja, da trinkst du einfach einen Becher und wenn es dann nicht kickt, trinkst du noch einen zweiten. Und bei mir hat der erste Becher schon total gekickt und ich war hinüber für 8 Stunden. Und Bufo sowieso, müssen wir gar nicht davon reden. Ich meine, da kippst du um und bist du weg. Und bei Pilzen ist es so, du kannst Microdosing machen. Also das heißt, du merkst gar nicht, dass du das konsumiert hast. Du fühlst dich einfach nur irgendwie zuversichtlicher, kreativer, inspirierter. Du hast so eine Verbindung mit dem Higher Self, ohne dass du in irgendeiner Form einen Trip oder einen Kontrollverlust hast. Und ich finde, alleine das birgt wahnsinnig viel Heilungspotenzial, vor allem für depressive Menschen oder Menschen, die unter Angststörungen und Panikattacken leiden. Ich selber habe mich jahrelang dazu gezählt. Ich habe selber unter Depressionen gelitten. Immer mal wieder, vor allem so in Schüben. Und während der Corona-Zeit war es ganz besonders schlimm. Da ging es mir wirklich gar nicht gut. Ich hatte keine Perspektive. Das war ja auch der Grund, warum ich nach Mexiko damals gegangen bin. Und als ich wieder zurückkam, gab es trotzdem, obwohl ich dort viel Arbeit geleistet habe und ja auch diese Medizin zu mir genommen habe, gab es doch noch viel
Baustellen in meinem Leben. Und ich muss sagen, dass diese Pilze mir wahnsinnig geholfen haben, da aufzuräumen und Ordnung einzubringen. Und ich kann wirklich jetzt mit Stolz sagen, ich möchte das Wort Heilung vielleicht noch nicht in den Mund nehmen, aber ich sage es jetzt trotzdem, ich kann eigentlich sagen, dass ich seit einem Jahr geheilt oder besser gesagt seit über einem Jahr frei von meiner Depression bin. Und zwar nicht einfach nur davon, dass ich den ganzen Tag, also es war damals so, dass ich den ganzen Tag manchmal nur rumgelegen habe und gar nicht aus dem Bett gekommen bin und überhaupt keine Perspektive hatte und mich einfach nur, es hat sich angefühlt, als wäre mein Leben einfach auf so einem Pauseknopf, also als hätte jemand Pause gedrückt und ich war so, das hat mich auch so belastet, weil ich einfach wollte, dass es weitergeht, aber ich konnte mich auch an nichts mehr richtig erfreuen und es war eine ganz, ganz schwierige Zeit und das hatte ich immer mal wieder in meinem Leben, dass ich wie so keine Freude hatte, keine Zuversicht im Hinblick auf die Zukunft und deswegen auch irgendwie gar keinen Bock aus dem Bett aufzustehen, geschweige denn irgendwas im Haushalt zu machen oder beruflich oder sonst was. Und jetzt bin ich an einem komplett anderen Punkt. Ich kann, also mehr hätte sich nicht verändern können. Ich bin Mami. Das ist ja schon Aufgabe genug. Ich habe zwei Unternehmen gegründet, zwei Einzelunternehmen neben meinem Muttersein, obwohl ich nur für 10 Stunden in der Woche eine Kinderbetreuung habe. Ich weiß selber gar nicht, wie ich das unter einen Hut bringe und ich möchte auch nicht, dass sich jetzt jemand schlecht fühlt, der das nicht schafft. Um Gottes Willen, es geht nur darum, euch mal aufzuzeigen, wie sich mein Leben verändert hat. Es läuft finanziell viel besser. Ich habe eine Perspektive. Ich mache was aus meinem Leben. Ich stehe jeden Morgen auf und ich habe einen Sinn. Ich habe Menschen, für die ich da bin. Ich coache und ich habe mein erstes Retreat bald. Also es hat sich alles so krass verändert und ich kann euch wirklich sagen, dass das hier am meisten dazu beigetragen hat. Es ist so, dass, um das jetzt mal also allgemein zu erklären, bevor ich von meinen eigenen Erfahrungen berichte, dass ihr könnt dieses Psilocybin im legalen Rahmen nur in den Niederlanden anwenden. Und es gibt die Möglichkeit, dass deine Microdosis zu nehmen. Ich hoffe wirklich sehr, dass das auch bald hier im psychotherapeutisch begleiteten Rahmen möglich ist. Also ich weiß, dass an der ETH in Zürich schon Studien durchgeführt werden mit Alkoholabhängigen, weil Psilocybin, also der Stoff, der in diesen magischen Pilzen vorhanden ist, tatsächlich auch Suchterkrankten helfen kann. Also es ist ganz, ganz vielfältig, was man damit machen kann. Meiner Meinung nach ist es vor allem hilfreich bei Depressionen, Angstzuständen und Panikattacken, bei Suchterkrankungen und bei Zwangsstörungen kann das extrem viel helfen und ganz, ganz viel Heilung mit sich bringen, weil man einfach die Möglichkeit hat, wenn man mehr konsumiert als nur eine Microdosis, also wenn man mal wirklich so viel konsumiert, dass man in den Trip reingeht und dann in dem richtigen Setting mit der richtigen Begleitung, dann kann man in ganz, ganz tiefe Ebenen des Unterbewusstseins eintauchen und auch ganz extrem spirituelle Erfahrungen machen, die mit Worten gar nicht zu beschreiben sind. Und das kann so heilsam sein, dass eine Session teilweise reicht und ein Mensch, der unter diesen Umständen leidet, wirklich massive Verbesserungen oder sogar Heilung erfährt. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung reden. Für mich hat sich mein Leben komplett um 180 Grad gedreht in weniger als einem Jahr. Und da haben diese Pilze ganz massiv dazu beigetragen. Und das Schöne ist halt auch, sie haben sehr, sehr, sie birgen sehr, sehr wenig Gefahrenpotenzial. Auch wenn die Medien einem da immer noch was anderes verkaufen möchten, das ist auch ganz spannend. Wer sich näher damit beschäftigen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall die Netflix-Doku How to Change Your Mind. Da wird das auch nochmal erklärt, warum das damals alles illegalisiert wurde. Auch LSD und so weiter. Ich habe, ich würde so sagen, so circa drei oder viermal, ich kann es nicht mehr genau sagen, Pilze konsumiert. Zwar in einer Menge, die schon einen Trip hervorruft, allerdings nicht so sehr, dass man sich jetzt nicht mehr unter Kontrolle hätte oder die Umwelt nicht mehr wahrnehmen würde und so weiter. Also es war keine Microdosis, aber es war auch keine wahnsinnig starke Dosis. Es war so im mittleren Bereich und ich hatte jedes Mal eine ganz einzigartige individuelle Erfahrung. Und es ist ganz spannend, weil ich kann wirklich sagen im Nachhinein, dass mir jede einzelne Erfahrung genau das gegeben hat, was ich in diesem Moment gebraucht habe. Ich hatte einmal eine Erfahrung, das war so eine Art Co-Parenting, nennt man das, oder Reparenting.
Das war so eine Art wie geführte Meditation, als würde ich jetzt eine geführte Übung oder geführte Meditation machen. Aber habe ich ja nicht. Ich habe ja nur Musik gehört und in meiner Hängematte gelegt. Und alles ist irgendwie in mir passiert. Ich habe die Augen geschlossen und ich habe so eine schmerzhafte Erfahrung aus meiner Kindheit nochmal erlebt. Und dann kamen Menschen aus dem Urwald, Medizinfrauen und Medizinmänner und haben mich gerettet. Und waren von da an dann meine Eltern und haben mich immer wundervoll und liebevoll behandelt und mich getröstet und in den Arm genommen und ich war immer richtig und sie hatten so ein ganz, ganz warmes, so ein ganz, ganz krassen Blick in ihren Augen, wenn sie mich angeguckt haben, als wäre ich einfach gut so, wie ich bin und richtig so, wie ich bin und immer und zu jeder Zeit. Also es war so ein Ausdruck von bedingungsloser Liebe in ihren Augen. Das war wie meine Retter. Und das ist ganz spannend, weil ich habe gestern das Buch von Stefanie Stahl, Das Kind in dir muss Heimat finden, weitergelesen. Die hat genau von so einer Übung gesprochen, die man macht. Und das ist so krass, weil ich habe von dieser Übung nie zuvor gehört, aber ich habe sie während meiner Pilzsession erlebt, dass mir jemand kam und mich aus dieser schmerzhaften Situation befreit und gerettet hat. Und dadurch habe ich eine Erfahrung in meinem Gehirn überschrieben. Und das Gehirn, das kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Und das ist extrem heilsam für mich gewesen und es hat ganz, ganz viel mit sich gebracht. Vor allem in Bezug auf meine Depression, ja, weil man sagt ja auch, was ist denn die Ursache von einer Depression? Die Ursache von einer Depression ist ja, dass du einfach zu lange gekämpft hast und du hast immer wieder die Erfahrung gemacht, dass all dein Kämpfen und all deine Mühen und sowas nichts bringt. Und teilweise halt auch, mir wurde halt ganz oft als Kind gesagt, hör auf zu weinen und reiß dich zusammen und sowas. Und ich musste ganz oft aufhören zu weinen, weil ich sonst hätte einen draufgekriegt. Und das hat mir mein Überleben gesichert, also sich von meinen Emotionen abzukoppeln, das hat mir damals mein Überleben gesichert. Das heißt, das ist etwas, ein Mechanismus, den ich in mein Erwachsenen-Ich gebracht habe und was diese Depression ja auch begründet, indem ich mich von meinen Emotionen abkoppel. Weil wenn ich depressiv war, hatte ich keinen Zugang mehr zu meinen Emotionen. Und ich war nicht traurig, ich war nicht wütend, ich war nicht fröhlich, ich konnte keine Dankbarkeit mehr fühlen. Es war da nichts mehr, es war da einfach nur so ein schwarzes, leeres Loch. Und ich hatte keinen Zugang zu all dem, was eigentlich in mir vorgeht. Und das andere ist natürlich auch, dass ich müde war. Ich war müde vom Kämpfen, ich war müde von mir Mühe geben und niemals konnte ich damit etwas erreichen. Meine Eltern zum Beispiel glücklich machen, weil es gar nicht von mir abhängig war, ob sie glücklich waren oder nicht. Ist ja völlig klar. Es hat ja mit mir gar nichts zu tun, wenn meine Eltern überfordert waren oder genervt waren oder einfach überlastet waren. Und natürlich kann dann ein Kind in gewisser Weise ja gar nicht die Erfahrung machen, dass es sich einfach, wenn es sich ja mehr Mühe gibt und sich noch mehr anstrengt, dass die Eltern dann anders sind, weil das ja mit dem Kind gar nichts zu tun hat und dass das aber ein Kind gar nicht realisieren kann und ich das nicht realisieren kann und dass ich das so aufgesogen habe in mir, egal wie viel Mühe ich mir gebe, das wird sich nichts ändern. Das hat sich halt bei mir so eingeschrieben unterbewusst, das ist ein unterbewusstes Programm gewesen, was meine Depression in gewisser Weise einfach bedingt hat, weil ich einfach müde war vom ständigen mir Mühe geben und ich sowieso die Erfahrung gemacht habe, egal wie viel Mühe ich mir gebe, egal wie lieb ich bin, ich habe keinen Einfluss. Und das ist jetzt anders. Ich habe ein anderes Gefühl von Selbstwirksamkeit nach diesen Erfahrungen mit Pilzen. Und es gab auch einen Moment, ich hau das jetzt hier alles so ein bisschen durcheinander, weil ich euch nicht mehr genau sagen kann, da habe ich das erlebt und da das. Es gab eine einzige schwere Situation für mich. Deswegen ist auch das etwas, was ich immer empfehlen würde, um damit anzufangen, wenn man so eine Erfahrung mal machen möchte, weil ich finde, dass Pilze sehr, sehr sanft sind in der Art, wie sie dir Dinge aufzeigen. Und es ist ein sehr, sehr sanfter Begleiter. Nicht wie Ayahuasca, finde ich, tritt einem manchmal recht in den Hintern und ganz schön in den Arsch und ist auch körperlich sehr anstrengend, wenn man viel bricht. Und Pilze, finde ich, sind sehr, sehr sanft und zeigen einem ganz, ganz sanft, welchen Weg du gehen darfst und was da dem zugrunde liegt. Und ich meine, ich habe auch nie eine hohe Dosis genommen, deswegen ist es auch sanfter, als wenn man sich, glaube ich, jetzt gerade eine ganz, ganz starke Dosis gibt, weil je stärker die Dosis, umso tiefer gehst du halt auch noch ins Unterbewusstsein oder in den Schmerz rein. Die Erfahrung habe ich halt nicht gemacht. Einmal, da habe ich eine höhere Dosis genommen und da da war es ganz schön anstrengend, muss ich sagen, aber trotzdem gut. Es war trotzdem genau das, was ich gebraucht habe, aber ich weiß noch, wie ich so einfach alleine im Universum war, um mich rum war wie alles schwarz und ich war alleine und
Früher habe ich immer mit meinem spirituellen Ego gesagt, ja, der Tod, der gehört halt dazu und das weiß ich auch, dass der Tod dazu gehört, aber so nach dem Motto, zwar der Seelenplan ist ja nicht so schlimm, wenn eine Person stirbt. Und das war mein Coping-Mechanismus, mit dem Tod umzugehen. Ich habe nämlich auch mal eine Erfahrung gemacht, wo ich ein 8-jähriges Mädchen wiederbelebt habe, nachdem die ertrunken ist und das war damals ganz, ganz traumatisch, weil ich musste damals die Eltern dann noch zur Leiche führen und sie verabschieden lassen und die Wiederbelebung hat von Anfang an ins Nichts geführt, weil sie schon tot war, als wir sie aus dem See gezogen haben, was wir natürlich nicht wussten. Auf jeden Fall, es war ganz schlimm, weil die Eltern auch so gebrüllt haben und so, für mich auch schwer auszuhalten und die einzige Möglichkeit für mich damals damit umzugehen war, mir zu sagen, ja, das ist halt ihr Seelenplan gewesen, das ist ja, der Tod gehört nun mal zum Leben dazu. Weil es für mich einfach viel zu schmerzhaft gewesen wäre, mir einzugestehen, wie schlimm diese Situation gerade ist. Und ich habe mich deswegen immer abgekoppelt und gedacht, ja, das macht mir nichts aus, wenn Menschen sterben. Und plötzlich habe ich während diesem Trip war ich allein im Universum und bin durchs Schwarze geschwebt und ich habe mich ganz allein gefühlt. Und plötzlich sind ganz viele Verlustängste in mir hochgekommen. Also so richtig krasse Verlustängste, dass ich jetzt jeden Menschen, den ich liebe, verlieren könnte und wie schlimm das für mich wäre. Und ich habe mich das erste Mal mit dieser Angst verbinden können und das erste Mal die überhaupt zulassen können. Und das war für mich ganz schwer auszuhalten, weil die so präsent war in dem Moment. Und ich habe aber gleichzeitig das Gefühl gehabt, und das ist das Gute, meiner Meinung nach, wenn man sowas konsumiert. Ich habe vielleicht tatsächlich das Gefühl gehabt, ich muss da durch, ich bin sicher. Ich darf durch diese schmerzhafte Emotion gehen, ich bin sicher, aber ich muss da durch. Ich muss jetzt durch diesen Schmerz durch, um es aufzulösen. Beziehungsweise um in Zukunft damit dealen zu können und das in mein Leben einladen zu können. Weil es ist ja wieder auch Teil der Depression, Ängste wegschieben. Emotionen wegschieben, sich damit nicht verbinden zu können. Das ist ja auch wieder so eine Strategie. Und dass es irgendwie im Leben dazugehört, auch Angst und Schmerz zu empfinden, das war für mich irgendwie so lehrreich und auch notwendig. Und das habe ich während diesem einen Trip ganz extrem empfunden. Und ich war nur so, Gott, wann ist das endlich vorbei? Gleichzeitig wusste ich aber, ich muss da jetzt einfach durch. Ich muss da jetzt durch, ich muss das aushalten, ich muss das annehmen, was da hochkommt. Und ich konnte das dann auch und es ist tatsächlich auch so, dass wenn man generell Psychedelika konsumiert, aber auch Pilze in einer höheren Dosis, dass du anfängst zu spüren, wo in deinem Körper Emotionen stecken, die nicht bewegt worden sind. Weil wir alle verspüren Emotionen und wenn Emotionen irgendwo feststecken im Körper, weil sie nicht bewegt werden, weil sie nicht ausgeschrien werden, gelebt werden, weil wir zu wenig lachen, weil wir zu wenig weinen, weil wir zu wenig einfach uns mit unserem Körper und dem, was in uns ist, verbinden, dann bleiben diese Emotionen stecken und die werden zu energetischen Blockaden in unserem Körper. Und das spürt man während so einer Session ganz extrem. Wo sind da Blockaden? Und ich weiß noch, wie ich es in meinen Beinen gespürt habe und ich gedacht habe, wow, wie viel Blockaden da herrschen. Und das kam dann so raus und dann macht der Körper so eine Art neurologisches Abzittern. Also du zitterst dann vielleicht oder du schüttelst dich und das habe ich tatsächlich auch während dieser Session erlebt, dass da ganz, ganz viel aufgelöst werden musste, was blockiert war. Und dann hat mein Körper so von selber so ein neurologisches Abzittern gemacht, was ja auch erwiesen ist, dass das bei der Aufarbeitung und Heilung von Traumata sehr, sehr hilfreich ist und sehr, sehr wichtig ist. Das ist auch übrigens das, was Tiere machen, nachdem sie ein Trauma erlebt haben. Ein Hund nach einem Kampf oder so, der schüttelt sich. Also die schütteln das ab, diese Energie von sich. Und das ist ganz spannend, dass wir das machen, wenn wir solche Medizin konsumieren, weil das hat zum Zweck, die negative Energie loszuwerden. Und das habe ich dann ganz extrem gemacht. Und ich kann mich auch noch an eine Session erinnern, ich glaube, das war die transformierendste Session meines Lebens oder meiner Beziehung. Ich war nämlich an einem Punkt, ich kenne meinen Freund ja noch nicht so lange. Wir sind jetzt fast 2 Jahre zusammen. Und bevor ich schwanger geworden bin, kannten wir uns erst ein halbes Jahr. Das war eine ungeplante Schwangerschaft. Wir sind super dankbar, dass das so passiert ist und wir lieben unsere Tochter über alles. Aber damals war es ungeplant und wir kannten uns noch nicht lange und das hat mich sehr belastet. Und ich dachte immer so, ist er der Richtige, ist er nicht der Richtige? Und ich war so emotional unavailable. Das heißt, ich war emotional gar nicht greifbar. Und ich dachte immer, das wären meine Partner. Also
ich konnte mich gar nicht auf eine intime, liebevolle Beziehung einlassen, weil mein Nervensystem daran nicht gewöhnt war. Mein Nervensystem war durch die Kindheit. Meine Eltern hatten immer sehr viel Streit, meine Mutter mit meinem Stiefvater. Es gab immer nur Krach. Mein Nervensystem war so daran gewöhnt, toxische Beziehungen zu führen und im Umfeld zu haben, dass ich das gar nicht ausgehalten habe. Wahre Intimität, wahre Verbundenheit in der Beziehung habe ich überhaupt nicht ausgehalten. Und das war der Grund, weshalb ich mir eigentlich immer Männer rausgesucht habe, die mich immer schön auf Distanz gehalten haben, indem sie entweder körperlich gewalttätig waren oder einfach verbal gewalttätig. Oder bei meinem Ex-Freund war das nicht der Fall, aber der hat andere Strategien gehabt, mich auf Distanz zu halten. Der konnte sich mir nie öffnen. Und in diesen Beziehungen habe ich mich immer sicher gefühlt. Es war nicht schön, aber ich habe mich sicher gefühlt, weil mein Nervensystem dran gewöhnt war. Und bei meinem jetzigen Freund war das plötzlich einfach anders. Der war available, der war greifbar emotional und der war so liebevoll und der hat mir so viel Liebe geschenkt. Und das war so ungewohnt für mich und das hat mich so verunsichert, weil ich das nicht kannte, dass ich dachte, also hier stimmt irgendwas nicht, ich glaube, er ist nicht der Richtige. Und dass das Problem eigentlich bei mir lag, habe ich erst während eines Pilztrips erfahren. Also, dass er wunderbar zu mir passt und dass er ein wunderbarer Mensch ist und so viel für mich macht und so viel mir gibt und so viel in diese Beziehung reinbringt und investiert und dass ich sicher bin, wenn ich mich ihm öffne, das waren alles Erkenntnisse aus einem Pilztrip. Und Leute, das hat meine Beziehung um 180 Grad gewendet. Meine Beziehung hat sich danach so verändert, weil ich war immer so, ich habe ihn immer weggedrückt und ich habe immer in meinem Kopf gedacht, ah, gibt es nicht doch jemanden anders? Ist er überhaupt der Richtige und so weiter? Und ich konnte die Nähe, auch die körperliche Nähe teilweise auch gar nicht zulassen. Und danach, ich war ganz anders. Ich war ganz anders. Das hat so viel verändert und ich möchte nochmal ganz klar sagen, dass die Integration danach von dem, was man erfahren hat, ganz, ganz wichtig ist. Aber dass meine Erfahrung schon alleine dieser Trip extrem viel mit sich bringt. Und ihr wisst, wie ich zu generell zu psychedelischen Substanzen stehe, dass ich das extrem wichtig finde, dass die Vorbereitung passt, dass das Setting passt, dass man vielleicht auch die Begleitung hat. Also für mich ist auch das hier nichts, was man auf einer Party konsumieren sollte. Oder in Verbindung mit irgendwelchen anderen Drogen. Ich finde, das ist so respektlos gegenüber der Pflanze. Und das wundert mich dann auch überhaupt nicht, wenn dann jemand eine schlechte Erfahrung macht, einen Horrortrip hat oder was auch immer. Weil meistens ist das Setting daran schuld. Wenn du einen Horrortrip mit Pilzen hast, ist es meistens das Setting, was daran schuld ist. Oder ist es dein Ego, das dir sagt, du schaffst es gerade nicht, durch diese Situation zu gehen. Weil manchmal kommen schmerzhafte Erinnerungen vor im richtigen Setting. Manchmal erleben wir schmerzhafte Momente nochmal und spüren, wie sich Blockaden lösen. Und das ist manchmal unangenehm, aber es gehört dazu. Und das ist aber kein Horrortrip. Also da würde ich aufpassen, wie bewerte ich diese Erfahrung, die ich gerade mache. Und ansonsten, ein richtig schlechter Trip ist meistens, weil du ein richtig schlechtes Setting hast. Ich habe bisher immer sehr darauf geachtet, in welchem Setting ich das genommen habe. Ich habe diese Medizin respektiert, ich habe die Vorbereitung getroffen, weil das einfach unfassbar wichtig ist. Und deswegen möchte ich euch das nochmal hier mit an die Hand geben. Und ich habe ständig darüber geredet in meinem Bufo und Ayahuasca-Video und auch bei Kambo, wie wichtig die Begleitung ist. Ich möchte das jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Ich denke, jeder sollte genug Eigenverantwortung aufbringen, um respektvoll mit dieser Medizin umzugehen und sie im richtigen Rahmen zu benutzen. Ich wollte euch hier nur ganz kurz von meinen Erfahrungen erzählen, wie transformativ das für mich war und wie heilsam für mich, vor allem, weil ich unter Depressionen gelitten habe und ich jetzt wirklich sagen kann, ich habe es nicht mehr. Derzeit nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder. Aber schon allein, dass ich weiß, das hier kann mir helfen, ist so eine Befreiung. Ich wüsste nicht, was ich machen würde ohne. Weil es wäre für mich niemals in Frage gekommen, Medikamente zu nehmen. Und es ist hier auch anders, als wenn du ein Medikament oder eine Pille schluckst. Tabletten musst du jeden Tag nehmen für den Rest deines Lebens. Und wenn du sie absetzt, wird die Depression höchstwahrscheinlich wiederkommen. Damit habe ich andere Erfahrungen gemacht. Und es kann sein, es gibt Menschen, die machen eine Pilz-Session und sind geheilt. Es gibt Menschen, die machen eine Pilz-Session und sind es nicht. Die brauchen noch ein bisschen mehr.
Das kommt immer, das ist ganz individuell und kommt immer auf die Einzelperson drauf an. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mitteilen, da ist ganz viel Heilungspotenzial da. Benutzt es im richtigen Setting mit der richtigen Intention und inkludiert die Erfahrung. Also ihr könnt trotzdem und solltet auch trotzdem eine Therapie machen, Yoga, Meditation. Es ist auch nicht so, dass es gerade bei Depressionen, das ist auch eine Lektion, die ich wirklich gelernt habe, auch durch die Pilze. Es ist nicht so, dass es ein Wunderheilmittel gibt, ich mache etwas einmal und dann bin ich geheilt. Es ist doch der Lebensstil, der hat so viel Einfluss. Was isst du, deine Nahrung, wie viel bewegst du dich denn? Was einfach ganz wichtig ist, ist, dass wir jeden Tag Stressmanagement in unseren Alltag einbauen. Weil wenn wir eine Verschiebung im autonomen Nervensystem haben und nur noch der Sympathikus aktiv ist, dann kann es nur zu einer Erkrankung kommen. Egal, ob das eine körperliche Erkrankung ist oder es ist eine psychische Erkrankung. Aber es kommt zwangsläufig zu einer Erkrankung. Und deswegen finde ich schon, ich vertrete schon die Meinung, dass wir jeden Tag unsere Arbeit machen müssen. Und nicht nur einmal und dann sind wir für den Rest unseres Lebens geheilt. Ich glaube, das ist in gewisser Weise eine Illusion. Aber es bedeutet nicht, dass Pilze nicht ganz, ganz viel Heilungspotenzial birgen und dir nicht ganz, ganz viel, so eine Pilzsession dir nicht extrem viel aufzeigen kann und dich in gewissen Bereichen vielleicht schon heilen kann oder die Heilung bringen kann. Also es ist so ein Zusammenspiel von beidem. Ich denke, ich habe genug gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über euer Abo freuen, über euren Kommentar, euer ehrliches Feedback, vielleicht einen Daumen nach oben oder nach unten und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne einen Kommentar, schreibt mir gerne auf Instagram, abonniert die Glocke, dass ihr in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Und vielleicht sehen wir uns ja bei meinem Retreat. Bis bald!